Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Folge von Farmers Life. Ja, wir haben letzte Folge hier gezittert. Das war ja auch nachts. Jetzt haben wir geschlafen. Frischer Tag und ja, wir wollen durchstarten. Und müssen das Ganze, was wir jetzt gezittert haben, noch ein bisschen schwaden. So, mal in den schicken neuen Weg hier, den man mit 50 fahren kann, fahren. Der Nachteil bei dem Weg ist ja wirklich, ne, wenn man nach oben hoch will, quasi genau gegenüber vom Hof, muss man hier mit großen Klamotten erst einen Umweg fahren. Ja, das ist schlecht. Aber gut. Ich bin ja froh, dass wir jetzt einen Weg bekommen haben, den auch schon eingezäunt bekommen haben und die Kosten quasi von der Stadt sogar gestellt worden sind. Das ist dann natürlich das Schickste, was es gibt. Ne, die Stadt hat Geld für mich über. So. Wollen wir mal aufgehen. Ach, wie heißt es, Mensch? Auf geht's ins Gefecht, sage ich jetzt nicht, aber gedacht habe ich schon und gesagt habe ich es auch, aber ihr wisst ja, was ich damit meine, ne? Ins Geschehen, hätte ich auch sagen können. Ja. Ja, hier rechts sehe ich gerade. Hier ist die Kirche, wo ich neu war in diesem Ort, wo ich erstmal beten musste, weil die Leute hier, ne, dass die alle gut sind und so. Und das hat ja auch funktioniert. Das sind alle gute Leute. Naja, okay. Fast. Fast alle. Dieser Ramsi hier von hinten, naja. Also im Moment ist er nicht so ein ganz guter. Ich hoffe, er bessert sich nochmal. Aber bis dahin ist er jetzt erstmal, sag mal, in der untersten Schublade angesiedelt. Nicht jetzt ganz oben. Ne? Ganz oben sind so die anderen so, ne? Hier wie Händler zum Beispiel, der ist so ganz weit oben. Ne? Der macht sein Ding auch gut. Sag mal, wo fahre ich denn eigentlich jetzt lang? Nicht noch richtig. Im Dunkeln sah das alles anders aus, ne? Da rechts ist der Zug. Das soll wohl klappen, da vorne wird wohl gleich der Händler kommen. Ich werde da glaube ich nicht verpassen. Ach ja, oh, hier ist er. Okay, fast schon verpasst. Och, Menno. Schon wieder. Achso, das war von dem Zug noch gerade. So, hier steht denn erstmal New Holland rum. Boah, der Händler ist fleißig hier immer wieder. So, hier ist eine schicke Kreuzung, hier müssen wir immer aufpassen, nicht, dass von rechts was kommt. Ja, der Monitor, der hilft ja auch richtig beim Gucken, habe ich gesehen. Der sitzt überhaupt nicht vielleicht im Weg, wenn man jetzt gucken will, in der Einfahrt gucken will. Nein, sitzt kein bisschen im Weg. So, haben wir auch schon an Sicht. Dann müssen wir hier mal so hinfahren. Immer einmal ausklappen hier, ne? Dann müssen wir mal gucken, wie das hier so mit der Funktion ist. Ob rechts, links, Mitte ist. Ich denke mal, wenn wir das jetzt quasi. Jetzt rechts, okay. Machen wir das zusammen auf einen Spatt. Schafft die Presse das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, wir zaubern hier überall Mittelspade hin. Den Anfang erstmal zum Gucken, ob das mit der Presse hinhaut, ne? Achso, das hier. Mal gucken. Achso, dann ist das hier der hier. Genau. Das ist rechts. Ne, rechts möchte ich auch nicht haben. Ich möchte das mittig haben. Das ist schick. Gut, machen wir das mal mittig. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt, ne? Was für ein Schwatt. Ja, das Schwatt ist schon hoch genug, weil wenn ich jetzt noch rechts und links zusammenschwade, ich glaube, dann kommt die Presse da nicht mehr mit klar. Da ist so ein hoher Haufen schon. Wir belassen das mal so dabei, wie es jetzt ist.
Joa, Heu ist ein bisschen trocken. Jetzt staubt schon. Also auch um 8 Uhr morgens. Also es hat nicht geregnet, es gab keinen Tau. Nichts in der Nacht. Das ist ganz gut so. Da kommen wir dann gut mit klar, würde ich sagen. Ne? Ist schön trocken, dann kann er halt meine Person hier oder halt meinen Helfer, den habe ich immer noch nicht gesehen. Auch über Nacht nicht gesehen, nicht gehört. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Werde ich ihn fragen, wenn er wiederkommt. Bis dahin muss ich erstmal alleine arbeiten. Ja, Franz Josef von Ackerbau hier. Jo, moin, Herr Ackerbau. Ja, moin. Dran, ne? Du, bin ich jetzt falsch? Kann das sein, dass du mich letztens wegen Viehanhänger mal gefragt hattest? Nee, noch nicht. Aber ich brauche irgendwann einen, da hast du wohl recht. Aber ich habe noch nicht nachgefragt. Ja, wenn du mal einen brauchst, ich habe mir gerade einen gekauft. Also, wenn du mal einen brauchst, brauchst du dir nicht so einen holen, weil den braucht man ja nicht oft. Könntest du dir vor mir ruhig ausbauen kommen. Ja, für meine erste Tierausstattung werde ich drauf zurückkommen. Ich hole auch gerade meine ersten Tiere, deswegen habe ich mir gerade, Ach dahinter so. einen Gebrauchten drin Ja, gehabt, den habe ich gleich gekauft. ist dein Hof auch noch nicht so alt? Also bist du auch gerade relativ hier frisch oder ist das hier? Nee, ich bin schon jetzt weit über ein Jahr hier. Aber Ah, mein okay. Tierhof, also ich habe mir jetzt erst die Tierstelle alle bauen lassen. Und du weißt ja, ein totes Kapital bringt kein Geld, da kennst du dich am besten mit aus. Deswegen habe ich gleich gesagt, Genau. jetzt ist der Tierhof fertig, mache ich gleich Nägel mit Köpfen, fahre jetzt gleich Tiere kaufen. Ja. Ne, ich Also habe falls auch. deine Frau oder du Pferde habt, ne, und die irgendwo unterbringen wollt, ich habe auch einen großen Pferdestall da. Ne, Pferde haben wir hier noch nicht. Ne. Ja, Pferde aber haben wir falls noch ihr nicht. überlegt mal ein, zwei zu holen, brauchst du dir keinen Stall stellen, könntest du sie zur Not auch kostengünstig bei mir unterbringen. Ja, das kriege ich dann auch hin. Ja. Na, ist gut zu wissen. Ja. Gut, alles klar, nö, mehr wollte ich auch gar nicht. Also wenn du deinen Viehanhänger brauchst, wie gesagt, ich habe den da. Ja, ich habe auch mir gesagt, ich hole mir erst Tiere, wenn ich sie auch füttern kann. Und deswegen bin ich gerade noch in der Heuernte erst. Na, deswegen, na, ich hole mir erstmal alles beim, na, wie heißt das hier, Händler, der hat ja Ja. einmal alles da und dann den Rest erarbeitet oder, na, erwirtschaften wir uns ja dann Stück für Stück. Ja. Gut, Kriegen wir alles hin. klar, nee, da will ich auch gar nicht weiter stören. Ja. Läuft, ne? Dann wünsche ich einen schönen Tag noch. Ach so, was anderes. Bäume habe ich gesehen, hast du schon entfernt, ne? Die sind schon alle komplett weg, Bauhof weiß auch schon Bescheid, Ja, ist alles komplett erledigt. habe ich schon gesehen. Die klatschten mir nicht mehr in eine Windschutzscheibe. Das ist schön, das ist doch Ne? schön, wenn du zufrieden bist. Alles klar. Mich freut Gut, es. dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ne? Ja, ebenso. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, guck mal, ist doch gut zu wissen, dass man sich da so den Viehanhänger leihen kann. Also, ich finde das gut. Das muss ja nicht immer alles gekauft werden, steht ja alle in den Ecken rum. Man muss. Finde ich nett. Super. Aktion. So. Warum ich jetzt hier runtergefahren bin, weiß ich selbst nicht. Ich habe jetzt mal gedacht, ich fahre glaube ich so hoch runter. Anstatt die anderen Bahnen. Ist glaube ich auch völlig egal, wie rum ich hier fahre. Kommt aufs Gleiche drauf aus. Naja, aber die Schwanen werden gut und ich habe ja sowieso kein GPS, also von daher gesehen. Ist ja egal, ob ich die langen Bahnen fahre oder die kurzen, das ist ja völlig egal. Kurze Bahnen kann ich mich besser konzentrieren, noch damit es gerade wird und ich auch alles mitkriege. Bei den langen Bahnen, da nicke ich dann nachher ein. Das, nee, das muss nicht sein. Aber andersrum hier immer diese Kurve ist auch blöd, ne? Aber jetzt sind wir angefangen. Jetzt bleiben wir dabei. Jetzt machen wir das ganze Feld hier quer. Ja, das kleine Fitzel, das soll da liegen bleiben. Das machen wir beim nächsten Mal. Oder vielleicht mit der Presse zufällig drüber wegfahren. Na, mal gucken. Und wenn es nicht mitkommt, dann auch egal. Dann verrottet es das ein bisschen Dünger. Ist auch ganz gut.
Klar. Also ich glaube, es ist doch einfacher, so hoch und runter zu fahren. Habe ich keine Kurve. Ist nachher einfacher fürs Pressen, glaube ich auch. Ist eigentlich auch egal, ich kann auch hier hochfahren, oben bergquer fahren. Hauptsache, wir kriegen alle Schwaden weggepresst und dann bin ich auch zufrieden. Achso, ich habe ja immer noch nicht nach dem Honig geguckt, wie viel die Bienen gemacht haben jetzt schon. Muss ich auch mal machen, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber daran denken, das ist so eine Sache. Ne? Bin ja schon ein bisschen älter. Ne? Da kann das passieren, dass man sowas nicht mehr unbedingt mehr im Kopf hat. Ne? Man kann nur einiges vergessen. Nicht die Bienen kaputt fahren. Viel zu schade um die schönen Bienen. So, und dann geht's bei voilà. Na, das machen wir nochmal neu. So, fangen wir von hier an. Dann haben wir auch nicht unbedingt so eine große Spitzbeere hier drin. So eine krumme Spitze hinten. Aber ein bisschen gerader. Aber für mich ist es auch das erste Mal hier mit dem Bandspader. Ne? Also, aber so, bin bestens noch begeistert davon, ehrlich. Bin über alles hier begeistert, was hier so stattfindet. Die Geräte sind gut, die Maschinen laufen gut. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Also bis jetzt habe ich noch keinen Motorausfall gehabt, nichts kaputt gegangen. Klar, dass man über die Zeit gesehen irgendwie mal Reparatur machen muss. Das steht außer Frage, das ist normal. Ne, aber es ist so keine Unfälle oder hier. Ne, ihr wisst ja, Motorschaden, das ist ja auch nicht normal. Ne, aber deswegen habe ich auch Glas genommen, damit ich zufrieden bin. Und deswegen bleibe ich auch bei meinen Marken und bleibe denen treu. Ne? Ja, was mit unserem Helferling los ist, habe ich keine Ahnung. Ist heute nicht da. Dann soll er aber frei machen heute mal. Ausnahmsweise. Ich kenne das nicht, dass man gerade just anfängt und dann sofort schon frei hat. Aber wenn er dann unbedingt frei haben muss, weil er irgendwo Kopfschmerzen hat vom Saufen oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jugend von heute halt, ne? So, wir klauen von der einen Schwad immer so ein bisschen weg, aber ich glaube, anders ist das mit dieser kleinen Schräge hier nicht machbar. Ist eigentlich auch egal, ob das jetzt da im Schwad liegt oder da. Okay, irgendeine kleine Minischwad, da müssen wir mit der Presse aufpassen, dass wir die auch eben mitnehmen. Können wir einmal im Kreis dafür fahren und das nachher sehen. Funktioniert sehr gut. Genau, von innen Schwaden, das geht auch. Wir wissen ja jetzt wieder, wo wir fahren müssen. Und es ist auch mal eine andere Sichtperspektive. Ja, und diese Schwaden, die sind doch gut gefüllt. Ja, würde ich sagen, ne? Warum wollen wir die jetzt dicker machen als nötig? Quält sich nachher die Presse geht kaputt, kostet Geld. Und das muss alles nicht sein. Das sind Kosten, die sind unnütz, ne?
Ich habe gerade noch darüber gesprochen. Maschinen ausheben. Ah. Ja. Ich weiß nicht. Man spricht davon, dass alles gut ist und dann auf einmal funktioniert die Maschine nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Ne? Gut. Kann passieren. Ne, Steuergerät klemmt oder so. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe den Hebel, das ist ja so ein elektrischen Hebel, der erst Elektrik, dann schaltet die Hydraulik. Und irgendwo war dann ein Fehler drin. Ja, aber wir haben, glaube ich, schon ganz gut was geschafft jetzt. So von zeittechnisch her und flächenmäßig, was wir jetzt so geschafft haben hier. Da sind schon, würde ich sagen, bei über die Hälfte, ne? Hier hinten passt das mit der Schräge so gerade eben. Dann nehmen wir immer nur beim Runterlassen was mit, weil wir immer schon zu früh runterlassen. Aber hinten rückwärts dann haben wir dann. Ach, geht schon wieder Blödsinn. Ich habe schon wieder meine Gedanken zu viel und gleichzeitig. Sorry dafür, wenn das mal unverständlich sein sollte. Mein Kopf ist bei anderen Themen und in Wirklichkeit sage ich noch was anderes. Es ist halt ein bisschen weird im Moment. Tut mir leid dafür, ne? Das dürfte mir nicht übel nehmen. Nehmt es so, wie es ist. So, jetzt klappt die Hydraulik wieder. Perfekt. Ja gut, so ist das Ganze eben, ne? So, also ich würde pauschal sagen, ich mache jetzt hier so mal weiter ein bisschen, damit wir so ein bisschen vorankommen. Ich weiß aber auch schon, was ihr macht. Ihr lasst ein Like und ein Abo da, macht die Glocke an, kommentiert fleißig, wenn es geht. Das hilft uns alle enorm weiter und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, euer Da Capo und ciao.